Heute auf vielfachen Wunsch von euch, und ihr wisst, euer Wunsch ist mir Befehl, möchte ich darüber sprechen, welche Auswirkungen die westlichen Sanktionen für russisches Gold haben. Können wir erwarten, dass der Goldpreis sich ähnlich verhalten wird wie der Gaspreis oder Ölpreis und durch die Decke geht? Oder haben die Sanktionen eher weniger Wirkung bei Gold und, wie wir auch aktuell schon sehen, wird der Goldpreis darauf nicht reagieren? Ich habe für euch einige interessante Grafiken, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich dieses Video für euch erstellt habe. Und ich werde mal wirklich eintauchen und vor allem darin eintauchen, was es passiert, wenn man einen Goldproduzenten wie Russland aus dem Markt herausnimmt. Wirklich spannend, bleibt dabei, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid, und ich hatte es im Intro gesagt, ich habe eine Menge Zuschriften von euch bekommen, Kommentare, E-Mails, ob ich mir nicht mal das Thema Russland und Gold und vor allem die Goldsanktionen gegen Russland ansehen könnte. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, falls auch nicht, ich blende es euch mal ein, es wurden ja, und ihr seht hier eine Meldung von Reuters, neue Sanktionen gegen Russland verhängt auf dem G7-Gipfel in der letzten oder sogar vorletzten Woche oder Ende der vorletzten Woche. Und innerhalb der Reuters-Meldung und auch bis heute ist noch nicht so ganz klar, ob die Sanktionen jetzt nur von Großbritannien, den USA, Japan und Kanada getragen werden oder ob auch jetzt schon die EU dabei ist, denn Olaf Scholz und auch Charles Michel haben, ja, die beiden haben angekündigt, da wäre wohl noch Diskussionsbedarf, aber in jedem Fall, kann ich euch auch schon mal als Prognose geben, am Ende werden natürlich alle unisono wieder Sanktionen gegen Russland und russisches Gold verhängen. Und da ist es wirklich spannend, weil wir uns da natürlich die Frage stellen müssen, macht Gold jetzt den Gaspreis, ist ja momentan in allen Medien, Gas ist ja seit dem Jahr 2020 um den Faktor 10, 11, 12 angestiegen, der Ölpreis hat sich deutlich gesteigert, deutlich vervielfacht, und das alles, weil Sanktionen gegen Russland verhängt wurden und wir gleichzeitig natürlich in einer großen Abhängigkeit uns befinden, und wenn wir dann den großen Lieferanten herausnehmen, ja, dann explodieren natürlich die Preise, wenn man versuchen muss, sich anderswo irgendwo diese Energieträger zu beschaffen. Und da jetzt die große Frage, kann so etwas bei Gold passieren? Und das werde ich jetzt im Folgeteil natürlich mal aufdröseln für euch. Vorab aber, für diejenigen, die es noch nicht getan haben, lasst ein Abo da, denn ich werde am Sonntag im Video über Silber sprechen. Denn eine bekannte Wall Street-Legende, Börsenlegende, Rohstoffguru, der hat sich mal des Silbers angenommen, er hat darüber gesprochen und er hat gesagt, ab wann er Silber, und das ist jetzt ganz aktuell, denn Silber ist ja deutlich gefallen in den letzten Tagen, ab wann er Silber kaufen würde und warum er kaufen würde und warum er in Silber so das, ja, momentan eines der sichersten und risikoärmsten Investments sieht. Also das alles am Sonntag im Video, unbedingt Abo da lassen. Unbedingt aufs Glöckchen drücken, weil sonst werdet ihr nicht informiert. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema Gold. Und ich hatte ja schon angekündigt, darüber zu sprechen, wie es jetzt mit Gold aussieht und dem Goldpreis. Und da müssen wir jetzt zuerst mal reinschauen, ist denn Russland überhaupt von Bedeutung für den globalen Goldhandel bzw. für das globale Angebot? Kommt eine Grafik. Diese Grafik habe ich mal bei Zero Hedge mir gemopst für euch, und ihr seht hier wirklich wunderbar dargestellt, wer denn so weltweit die größten Goldproduzenten sind, und ihr seht unten auf Platz 1 ist China mit 10,6% Anteil, das heißt die globale Goldproduktion ist so bei um die 3000 Tonnen, also China produziert da über 300 Tonnen, und Russland ist auf Platz 2 mit 9,5% Anteil, also auch so um die 300 Tonnen. Wir sprechen also davon, wenn wir Russland sanktionieren, dann nehmen wir den zweitgrößten Goldproduzenten der Welt aus der Gleichung raus. Oder vielleicht korrekter gesagt, wir im Sinne des sogenannten Westens nehmen Russland als zweitgrößten Goldproduzenten heraus, der Rest der Welt nicht. Und da muss man auch, dass ich mal so, ja, einen Anhaltspunkt habe, wenn es immer heißt, der Westen. Der Westen nimmt wirtschaftlich leider immer weiter ab, wird immer unbedeutender, und aktuell ist ja schon, dass der Nicht-Westen etwa 2/3 der globalen Wirtschaftsleistung noch beisteuert. Kaufkraftparitätsbereich, das heißt, der Westen hat nur etwa 1/3 der globalen Wirtschaftsleistung, was er noch produziert. Und etwa 12% der Weltbevölkerung leben im Westen, 88% der Weltbevölkerung also nicht. Das sind also die Regionen, die Russland nicht sanktioniert. Das heißt, Russland hat trotz der Sanktionen immer noch Absatzmärkte, aber wir als Westen sperren uns dagegen, das russische Gold zu nehmen.
Und da wird es jetzt besonders spannend. Ist das jetzt für uns als Westen ein Problem oder ist es eher kein Problem? Und da habe ich eine weitere Grafik für euch, blende ich euch mal ein. Das sind die Goldbestände der russischen Zentralbank. Und ihr seht, wie die Goldbestände so in den letzten Jahren sich deutlich nach oben geschraubt haben. Also wenn wir mal so ganz links gucken, so Richtung, ja, 2012 ist jetzt abgeschnitten, aber da waren die russischen Goldbestände der Zentralbank noch unter 1000 Tonnen. Aktuell sind wir bei einem Wert von um die 2300 Tonnen. Also die Bestände wurden mehr als verdoppelt. Aber was wirklich spannend ist, ist, ihr seht, wie die Kurve deutlich angestiegen ist, um dann so ums Jahr 2020 herum zu stagnieren. Das heißt, da hat die russische Zentralbank aufgehört, Gold zu akkumulieren. Und auch da als Hintergrund für euch, die russische Zentralbank kauft in der Regel Gold nicht am Weltmarkt, sondern von den heimischen Minen, was ja Sinn macht. Denn Russland ist der zweitgrößte Goldproduzent der Welt. Das heißt, man kauft am heimischen Markt das Gold auf. Das hat offenbar im Jahr 2020 aufgehört und die russische Zentralbank hat kein Gold mehr gekauft. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum haben die Russen im Jahr 2020, also noch weit vor dem Russland-Ukraine-Krieg, weit vor den Sanktionen damit begonnen, das Gold nicht mehr am heimischen Markt aufzukaufen, sondern es anderweitig zu exportieren? Blende ich euch nochmal eine Grafik ein. Diese Grafik stammt von Statista und ihr seht, wie die russischen Goldexporte 2020 und auch 2021 deutlich erhöht wurden gegenüber 2019. Also 2019 hat Russland noch 123,6 Tonnen an Gold exportiert. Im Jahr 2020 mehr als die doppelte Menge. Man könnte fast schon sagen, so ein bisschen weniger als die dreifache Menge. Und dieser extrem erhöhte Wert wurde auch 2021 beibehalten. Und da stellt sich die Frage, warum hat Russland auf einmal Gold exportiert, anstelle es selbst zu behalten oder in die heimische Zentralbank einzuliefern? Und da muss man natürlich ein bisschen zurückgehen. Und was war 2020? Klar, da hatten wir Corona, hat begonnen. Wir hatten heftigste Abverkäufe an den internationalen Aktienmärkten. Und wenn ihr euch mal einen Goldchart von damals anschaut, im August 2020 ist Gold auf über 2000 Dollar pro Unze explodiert. Die Nachfrage ist explodiert. Bei den Goldhändlern war kaum Gold noch verfügbar, kaum Silber. Die ETF-Nachfrage ist extrem gestiegen. Und Russland hat also begonnen, in die internationalen Märkte, gerade in Westen herein, Gold zu verkaufen, um dort einfach die gestiegene Nachfrage zu bedienen. Beziehungsweise auch anders gesponnen, der Westen war heilfroh, dass Russland Gold geliefert hat, weil ansonsten der Goldpreis wahrscheinlich noch stärker explodiert wäre. Und da habe ich auch einen spannenden Artikel aus einer russischen Webseite für euch, blende ich euch mal ein. Und ihr seht da, Russia's Gold Export up almost fivefold. Das heißt, die russischen Goldexporte, und dieser Artikel stammt von August 2020 von CNews. Das ist so ein russisches Analyseunternehmen, die also verschiedene Industriedaten aggregieren und dann Berichte erstellen. Und die haben also geschrieben, dass sich damals im Jahr 2020 die russischen Goldexporte verfünffacht haben. Und in diesem Artikel, ich verlinke euch auch mal unten drunter, ist auch besonders interessant, dass sich die Goldexporte also um den Faktor 6 sogar erhöht haben, wenn man dem Wert nachgeht. Und auch spannend, gerade nach England haben sich die Exporte versiebenfacht. Aber auch wenn man einfach über die, ja, wenn man den Wert der Exporte nimmt, dann haben sich die Exporte nach England sogar verachtfacht. In die Schweiz haben sich die Exporte sogar verdoppelt. Und das zeigt uns, dass also eine extreme Goldnachfrage im Westen vorhanden war. Die Leute hatten also extreme Panik, weil keiner wusste, wie geht es an den Aktienmärkten weiter, an den Anleihenmärkten. Wird man hier Corona in den Griff bekommen? Wird man die Wirtschaft retten können? Also es war eine extreme Goldnachfrage da. Und Russland ist eingesprungen und hat also diese Nachfrage mit bedienen können. Ansonsten wäre möglicherweise der Goldpreis noch weiter durch die Decke gegangen. Und das bringt mich jetzt auch zum Fazit des Videos. Und zwar der Frage, was bedeuten diese Sanktionen jetzt? Bedeuten die, dass Gold durch die Decke geht? Da muss ich erstmal sagen, nein. Die Sanktionen wurden vor 7 oder 10 Tagen symbolpolitisch verhängt. Und auch da müsst ihr wissen, dass schon relativ zu Beginn des Krieges russische Sanktionen oder Sanktionen gegen russisches Gold verhängt wurden. Das heißt, man hat Russland von der sogenannten LBMA ausgeschlossen. Das ist die London Bullion Market Association. Und da hat man gesagt, okay, russische Lieferanten dürfen dort ihr Gold nicht mehr einliefern, bekommen diese begehrte Zertifizierung nicht. Die LBMA-Zertifizierung ist so wie ein TÜV-Siegel. Das heißt, wenn ihr einen Barren habt, wo LBMA-Zertifizierung draufsteht, dann könnt ihr den weltweit überall hin verkaufen. Das läuft in der Regel über die Raffinerien, die bekommen diese Zertifizierung und damit sind deren Barren in diesem LBMA-System mit dabei. Da haben die russischen Raffinerien und Hersteller also schon lange herausgenommen. Deswegen ist jetzt eigentlich dieses aktuelle Embargo oder Sanktionen gegen Gold
eher so Symbolpolitik. Das macht jetzt keinen großen Unterschied, das ist jetzt für den Goldmarkt keine große Differenz im Moment. Aber wenn wir wieder in eine Situation reinkommen, deswegen war es mir wichtig, dass ihr auch mal gesehen habt, die Grafiken, wie die russischen Goldexporte explodiert sind in einer Krisensituation. Wenn wir wieder in so eine Situation hereinkommen, wenn die Nachfrage explodiert und man händeringend versucht, Gold irgendwo herzubekommen, dann wird es zu einem großen Problem werden, wenn der zweitgrößte Hersteller natürlich aus dieser Angebotsgleichung herausfällt. Russland wird, das ist eine Prognose von mir, aber ich schätze mal, da werde ich richtig liegen, die werden einfach das Gold, und deswegen hatte ich auch am Anfang euch mal vorgerechnet, was der Westen so bedeutet, also noch ein Drittel des Welt-BIPs und 12% der Weltbevölkerung. Russland wird andere Absatzmärkte finden, vor allem im asiatischen Bereich. Dort wird dieses Gold auch genommen werden, ob jetzt LBMA-Standard oder nicht, ist dort relativ egal. Und dann wird es auch wieder darauf ankommen, in einer Krisensituation, wenn wir eben nicht auf russisches Gold zurückgreifen können, ob uns dann die Asiaten mit Gold bedienen und beliefern oder ob die sagen, naja, eigentlich brauchen wir das Gold auch für unsere eigene Bevölkerung, also wir geben euch nichts. Und dann haben wir im Westen wieder ein ähnliches Problem wie jetzt mit Gas. Das heißt, die Nachfrage nach Gold zur Absicherung, weil vielleicht der Euro aktuell 20-Jahres-Tief noch weiter abwertet, die Leute so langsam das Vertrauen verlieren in die Notenbanken. Ja, auch da könnte ich jetzt wieder ausholen. Die EZB hat sich ja diese Woche auferlegt, eher so grüne Anleihen zu kaufen und gegen den Klimawandel zu kaufen. Also kurzum, wenn das westliche Vertrauen in die eigenen Systeme weg ist und wir Gold brauchen, dann dürfte der Preis hier wirklich durch die Decke gehen, gerade auch im physischen Bereich, weil wir einfach einen Großlieferanten ausgeschlossen haben. Also das mal als meine Analyse. Kurz zusammengefasst, aktuell stört den Markt überhaupt nicht, dass Russland und Russlands Gold sanktioniert wird. Aber wenn, ich sage es mal ganz plakativ, die Kacke wieder richtig dampft, dann wird uns das auch auf die Füße fallen und dann wird es zu einem Problem und dann wird es natürlich den Goldpreis deutlich beschleunigen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr darüber denkt. Lasst mir gerne eure Meinung da und wie gesagt, nicht vergessen, Abo vom Kanal da lassen. Wir stehen kurz davor, die 60.000er Marke zu knacken. Und am Sonntag gibt es für alle, die abonniert haben und aufs Glöckchen gedrückt haben, ein Video zu Silber, wo ich mir mal Silber genauer ansehe. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr seht mich wieder im nächsten Video und bis dann.